Herzlich willkommen zum Wiki-Tutorial Nummer 2. Heute möchte ich euch zeigen, wie man im Explorer Create Share Wiki eine neue Seite anlegt. Natürlich muss man zuerst mal ins Wiki eingeloggt sein. Wie man einen Account bekommt und sich einloggt, habe ich ja im Tutorial 1 gezeigt. Und nun schaut man zunächst mal nach, ob es die Seite, die man anlegen will, vielleicht sogar schon im Wiki gibt. Dann braucht man sie ja nicht mehr neu anlegen, sondern man kann an der bestehenden Seite mitarbeiten, Texte hinzufügen, Informationen hinzufügen oder auch Sachen verändern. Das ist ja auch Sinn und Wesen und Zweck eines Wikis, seinen Inhalte und sein Wissen zu teilen. Okay, wo finde ich eine bestehende Seite? Hier oben gibt es ein Suchfeld im Wiki, da klicke ich nun mal rein und suche nach der Seite, meine Wiki-Seite. Über die Suche kann ich gucken, ob es die Seite schon gibt. Und ihr seht, hier erscheint sie in Rot. Erstelle die Seite, meine Wiki-Seite in diesem Wiki. Sie ist also noch nicht vorhanden. Hier unten, diese ganzen Einträge enthalten alle das Wort Wiki-Seite. Okay, wenn ich jetzt hier auf meine Wiki-Seite klicke, komme ich auf die Bearbeitungsansicht für die Seite. Haben wir auch im letzten Tutorial schon gesehen. Solche Bearbeitungsansichten, die ist jetzt vollkommen leer. Ich kann also die Inhalte frei eingeben. Zunächst würde ich mal etwas Allgemeines oder ein Beispieltext, allgemeine Angaben über die Seite hier eintragen. Das mache ich normalerweise ganz oben. Und dann beginne ich zum Beispiel Überschriften anzulegen, um zu gliedern. Eine primäre Überschrift, die muss links und rechts ein Gleichzeichen enthalten. Dadurch erkennt das Wiki die Überschrift als eine Hauptüberschrift und legt sie entsprechend an, wie ihr gleich sehen werdet. Darunter, unter die Überschrift, kommt dann wieder mein Text. Und wenn ich jetzt einen Zeilensprung machen möchte, dann muss ich ein kleiner Zeichen, das Wort BR für Break und ein größer Zeichen tippen. Und dann gehe ich zur nächsten Zeile. Und so weiter und so fort. Okay, das scheint ja ganz einfach zu sein. Nun möchte ich eine Aufzählung machen mit Zahlen, vorangestellten. Hierzu drücke ich die Raute-Taste und dann schreibe ich mein erstes Wort und dann drücke ich Return, wieder die Raute-Taste und wieder die Raute-Taste und so weiter. Hier noch einen kleinen Fehler korrigieren. Dadurch erkennt das Wiki, dass es eine Nummerierung anlegen soll. Es wird also fortlaufend diese Wörter mit 1, 2, 3, 4 nummerieren. Wichtig, ich habe dazwischen keine Leerzeilen, sonst funktioniert das nicht. Okay, dann möchte ich nun eine zweite Überschrift anlegen. Auch wieder mit den Gleichzeichen und darunter kommt dann wieder Text. Und ihr wisst es schon, wir müssen auch wieder einen Line Break angeben, um weiteren Text anzugeben. Und nun möchte ich eine Aufzählung mit sogenannten Bullet Points machen, also mit Punkten. Dazu benutze ich die Stern, das Sternzeichen und gehe genau vor wie oben bei der Aufzählung mit Zahlen, bei der Nummerierung. Und nun möchte ich eine sekundäre Überschrift einfügen, also unter die zweite Überschrift noch eine weitere Überschrift.
Und ihr seht, diese zweite Überschrift, die markiere ich mit zwei Gleichzeichen. Entsprechend eine weitere Unterüberschrift mit drei Gleichzeichen auf jeder Seite. Das soll nun mal genügen und wenn mir alles gefällt, dann klicke ich auf Seite speichern und habe dann meine Wiki-Seite angelegt und kann sie nun anschauen. So wird sie dann angezeigt. Oben der Titel der Seite, dann der allgemeine Einführungstext, dann die erste Überschrift, dann die zweite Überschrift. Hier sieht man schön die Aufzählung, Nummerierung. Man sieht auch hier die Line Breaks, die ich manuell eingefügt habe. Dann hier die Punktauflistung mit den Punkten und eine sekundäre Überschrift. Ich gehe nochmal auf Bearbeiten und füge jetzt noch eine dritte Überschrift und eine vierte Überschrift hinzu. So, und gehe wieder auf Speichern und ihr werdet erkennen, es wird jetzt automatisch im Wiki ein Inhaltsverzeichnis angelegt. Ja, also wenn ich mehr als drei Überschriften im Wiki anlege, generiert mir das Wiki automatisch ein Inhaltsverzeichnis und ich sehe dann auch sekundäre Überschriften hier abgesetzt. So kann ich dann direkt in der Wiki-Seite springen, wenn sie länger wird. Und ich kann das Inhaltsverzeichnis auch verbergen, wenn es sehr groß wird. Das mag nun mal genügen. Was mache ich jetzt mit meiner Seite? Natürlich kann ich jetzt meine Wiki-Seite durch das Suchfeld überall wieder finden im Wiki. Oh, jetzt habe ich mich verschrieben. Naja. Immer exakt arbeiten. So, genau, Entschuldigung. Und ich kann diese Wiki-Seite auch auf jeder beliebigen Seite ablegen. Also zum Beispiel auf der OpenRally-Seite. Ich möchte jetzt, dass die Wiki-Seite hier unten in den Workspace kommt. Dann gehe ich an der entsprechenden Stelle auf Bearbeiten und füge die Seite hier ein. Meine Wiki-Seite. Allerdings einen kleinen Trick. Ich muss vorangestellt und nachgestellt jeweils zweieckige Klammern einfügen. So werden Seiten im Wiki markiert. Ihr seht auch hier oben, diese Seiten haben auch zweieckige Klammern. Wenn ich dann auf Speichern gehe, ist meine Seite hier angelegt als interner Link und wenn ich dann darauf klicke, dann wird sie angezeigt. So leicht geht das. Ich kann die Seite auch in dem Weihnachtsworkshop nochmal anlegen, wenn ich das möchte. Auch hier gehe ich dann wieder genauso vor. Ich würde dann auf Bearbeiten gehen und dann hier wieder zweieckige Klammern. Und dann auf Speichern. Auch hier ist jetzt meine Seite angezeigt und ihr seht, der Text ist direkt danach, gefällt mir nicht. Also würde ich hier auch einen manuellen Line Break einfügen, damit der Text nach unten rutscht. Das Ergebnis jetzt hier, die Zeile ist versetzt. So viel zum heutigen Tutorial. Viel Spaß beim Erstellen von Wiki-Seiten.